Herzlich willkommen zum Tuesday Talk, deinem neuen Unterhaltungspodcast mit Hamza und Kiki. Und es kam jetzt 5 Monate lang kein Podcast und wir erzählen euch in der heutigen Folge, warum das so war. Einfach Comeback? Wir feiern ein Comeback. Und ich freue mich richtig drauf und es ist auch, ihr habt mich so ein bisschen angeschoben, weil ihr auch die ganze Zeit gefragt habt, hey, wann kommt wieder eine neue Folge, wann macht ihr wieder mit dem Tuesday Talk Podcast weiter? Und eigentlich war es ja ursprünglich so, damit wir euch mal abholen, wir waren Ende Dezember in Japan. Wir haben uns auch so einen kleinen Wunsch damit erfüllt, weil wir wollten beide schon immer mal Japan sehen und auch Südkorea und Co. Und wir haben es einfach mal gemacht. Also es war gar nicht so die Reisezeit, es war auch sehr kalt, ne? Und dann waren wir dort und dann haben wir euch auch natürlich mitgenommen auf Instagram und Co. Und am 1.1. ist dann dort ein Erdbeben passiert. Das haben auch die meisten auch von euch mitbekommen. Also wenn man die Nachrichten eingeschaltet hat, hat man es mitbekommen. Hamza, wie hast du das denn empfunden? Ich trinke gerade meinen Dragon Drink hier, das ich trinke. Also ist ja auch eine Premiere gerade, wir sind gerade im Store, ne, bei uns. Genau, alle, die uns gerade nicht sehen, wir haben ja auch einen Videopodcast, wir sind im Store. Alle, die uns auch vielleicht nicht kennen und zum ersten Mal einschalten, kann ja auch sein, wer weiß. Wir machen eigentlich Rezeptvideos, sind auf YouTube unterwegs, haben auch einen Online-Shop, haben auch mittlerweile einen Offline-Store und ein Café. Und jetzt sitzen wir gerade hier in unserem Store, in einem rosa, hübschen Store und machen einen Podcast. Das ist auch eine Premiere für mich. Wir sind eigentlich mitten in einem geschlossenen Einkaufscenter, so der Traum der damaligen Kiki, eingesperrt in einem Einkaufscenter. Und ja. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten jetzt so, zu euch, zum Beispiel auf YouTube, wissen das nicht so viele, ne? Also klar, wir haben die mitgenommen so, aber die meisten, also wo halt die größte Werbung abläuft, ist halt Instagram. Aber auf deine Frage jetzt zurück, Japan, wie ich das erlebt habe, das Erdbeben. Also für mich war es ehrlich gesagt auch ein bisschen gruselig, weil das war ja auch so, wir waren an diesem Super Mario World, heißt es so? Ich glaube schon. Ich glaube auch, ne? Also ein riesen Freizeitpark, riesengroß. Oder ist da eine Super Mario, ist da nicht Mario World auch drin? Irgendwie so. Also es ist halt wie so ein Disneyland von Japan. Also tut mir leid, falls ich das falsch ausgesprochen habe oder falsch sage und ich das falsch verglichen habe, weil die Anime-Fans sind halt auch schlimm, ne? Sind schon so hardcore an der Stelle. Aber ich war ja an so einem Stand, ich wollte so ein Pikachu, also typisch Japan, ich wollte so ein Pikachu-Hintern, was war das? Das war echt der Hintern von Pikachu, ja, gefüllt mit irgendeiner Pizzafüllung. Mit dem Schwanz, so, der rausragt. Ja, und wir wollten halt so Zeit sparen, weil wir dachten so, komm, oh, da dauert die Schlange eine Stunde. Und bei dir war ja irgendwas mit Mario, ne? Das war ja diese Mario Luigi. Genau, Luigi und Mario Waffeln mit Erdbeeren und Sahnecreme und Getränke. Und Shake, genau. Genau. Und dann haben wir gesagt, Kiki, komm, weißt du was, du stellst dich einfach da an, eine Stunde warten, ich stelle mich da eine Stunde warten, auch wenn das eigentlich voll dumm ist im Urlaub, aber wir haben gedacht, so komm, lohnt sich für Instagram, nimm es mit und so, ist ein bisschen lustig. Und ja, dann stand ich halt draußen, Kiki war halt im Laden drin. Ne? Genau. Also mein Stand war draußen, war so ein Foodtruck. Und dann stehe ich da so und ich denke so, ey, wieso schwindelig, irgendwie komisch. Und das war ja schon der 5. Tag Japan, ne? Und mir war schon die ganze Zeit in Japan schwindelig, Kiki auch. Und wir dachten, das ist wegen Jetlag und hast du nicht gesehen. Aber jetzt in dem Moment war das wieder ein bisschen extrem. So, ey, was stimmt mit mir gerade nicht? Und dann gucke ich so auf den Boden. Ich sage, hey, Inga, stimmt nicht. Ich habe direkt mein Handy in der Hand gehabt, weil ich war eher im Handy. Dann nehme ich so auf und habe so gesagt, ey, ich glaube, die Erde bebt. Und alle anderen waren so relativ entspannt. Aber ich habe die ein bisschen beobachtet, habe die auch aufgenommen dann so, die Leute. Die haben so in den Himmel geguckt und so geguckt, aber die waren auch alle relativ entspannt. Gerade vielleicht, weil es draußen war, vielleicht, weil die Leute auch gelaufen sind, haben sich gemerkt. Da war, glaube ich, nur eine Person am Stand, die war ein bisschen komisch so. Die hat auch gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich so gemerkt, okay, die Erde bebt gerade wirklich. Das ist krass. Ey, die Erde bebt einfach. Und das war für mich so was komplett Neues. Ich kenne das ja nicht. Ich habe noch nie ein Erdbeben erlebt. Und das war wirklich so ein Erdbeben. Und wir waren auch schon im Epizentrum. Wir waren ja wirklich 300 Kilometer entfernt sogar noch. Ich will gar nicht wissen, wie das im Epizentrum denn ist. Ich habe ja die Bilder und die Videos gesehen. Das muss schrecklich gewesen sein. Es hat ja wirklich so gewackelt in meinem Kopf. Und da habe ich erstmal Kiki geschrieben. Und dann gucke ich so auf mein Handy. Nee, genau, ich wollte Kiki schreiben und anrufen. Dann gucke ich so Nachrichten. Kiki, Hamza, ey, wenn ich gleich umkippe und ich nicht rangehen sollte, dann mir geht's nicht gut. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann habe ich so, okay, das ist krass. Jetzt anstatt das wirklich ein Erdbeben. Da habe ich Kiki angerufen und rangegangen. Der meinte, die ist gerade auf dem Boden am Sitzen. Alle anderen auch. Und hier ist ein Erdbeben, die war voll panisch natürlich. Und jetzt war, das Lustige ist ja jetzt kommt ja dein Teil. Jetzt musstest du quasi weitermachen. Genau, und mein Part war so, dass ich in der Schlange stand und gemerkt habe, der Boden wackelt und irgendwie kann ich nicht aufrecht stehen. Habe mich dann an einem dieser Absperrbänder, dieser Pfosten festgehalten und gedacht, boah, ich habe den ganzen Tag kaum was gegessen.
boah, mir ist gerade, glaube ich, schwindelig, weil ich Hunger habe. Hab Hamza geschrieben, weil wir getrennt waren. Hamza, wenn ich ohnmächtig werde, komm zu mir. Weil es kannte mich ja auch niemand. Oder klar hätten die Leute mir geholfen, aber ich wollte halt einfach Bescheid geben, ey, wenn ich jetzt gleich ohnmächtig werde, vor Hunger, komm bitte und verlass deine Schlange. Dann habe ich gemerkt, dass alle anderen, also die Gesichter, auch panisch wurden. Und weil ich in einem Gebäude drin war, wurde angeordnet auf Japanisch, dass wir uns alle ducken sollen. Also standen wir oder saßen wir besser gesagt alle auf dem Boden. Ich habe nach links und rechts geguckt und gefragt, hey, what's going on? Aber niemand hat mich verstanden. Und die Japaner sind ein unfassbar freundliches Volk. Selbst wenn, glaube ich, ein Gebäude einstürzen würde, die würden immer noch lieb lächeln und versuchen, Ruhe zu bewahren. Was ja eigentlich auch eine schöne Eigenschaft ist. Aber in dem Moment hätte ich mir eigentlich erhofft und erwünscht, dass vielleicht auf Englisch oder in so Notfallplan vorhanden ist, wo man dann auf Englisch irgendwelche Zettel hat, um sich zu verständigen. Denn die Dame ist mit einem iPad rumgelaufen und hatte aber auf Japanisch was stehen. Und die Japaner haben es alle verstanden und ich habe alle gefragt, was los ist und keiner konnte mir antworten. Das Witzige war ja auch bei dir, bei euch war ja richtig, also da haben auch die anderen Angst gehabt, ne? Mir war immer noch heile Welt. Da war nur ein, zwei Personen, die ein bisschen hochguckt haben. Ja, okay, ist halt Erdbeben. Für die war es normal. Und bei euch, aber da war schon heftig, weil ihr drin auch wart, ne? Ist auch ein bisschen gefährlicher dann. Genau. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht mehr einschätzen, wie viele Minuten das angedauert hat. Irgendwann konnte man ja wieder hochgehen. Und dann musste ich erstmal sofort hier die Örtlichkeiten aufsuchen, ne? Erstmal zur Toilette gehen und kurz beruhigen, ne? Und, hast du geweint? Nee, geweint habe ich nicht. Nee. Aber ich habe, oute mich jetzt gerade voll. Ich habe dann auf dem Klo mit Handy angemacht und geguckt, so, was geht, wer schreibt auf WhatsApp. Habe dann voll viele Nachrichten auf WhatsApp bekommen, wo ganz viele geschrieben haben, Kiki, geht's euch gut, wir haben gehört, in Japan gab es ein Erdbeben. Und dann dachte ich mir so, krass, okay, wenn das in den deutschen Nachrichten schon kommt und das nichts Internes innerhalb des Landes, irgendwas Kleines ist, dann muss es schon krass sein. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Google anzuschmeißen und das war, glaube ich, mein Fehler, weil dann kam noch Tsunami-Warnung, die stand noch bevor und auch wenn wir uns nicht im Epizentrum befunden haben, waren wir auch am Meer entlang. Und Tsunamis sollte wohl am gesamten Meer entlang, also Japan ist ja auch eine Insel, das heißt, man hat halt nicht überall, wenn man... War in Osaka so ein paar Zeit. Genau, genau. Und ich hatte halt Panik, ich hatte irgendwie Angst. Ich hatte einfach Angst. Ich so, boah, das ist eigentlich gerade so, irgendwie... Es kann ja immer mal passieren, dass halt der Tag der Tage kommt und du einfach wegen eines Tsunamis in Japan während einer Reise... Ah, du hast ja die Träume auch gehabt. Und ich hatte die Träume gehabt. Ich schäme mich immer ein bisschen, das zu erzählen, aber es ist, wie es ist. Und ich war eigentlich nie jemand, der so an Träume geglaubt hat. Oh ja, ich habe letztens das und das geträumt. Ich bin gar nicht so, gar nicht. Aber ich träume, zu dem Zeitpunkt habe ich 8 Monate lang ungefähr oder mehr als ein halbes Jahr von Erdbeben geträumt und es waren so realistische Träume, dass du morgens schweißgebadet aufwachst. Und das waren diese, das Krasse ist im Traum, warst erstens du nicht bei mir und ich habe nach dir gesucht im Traum. Genau wie nicht. Wie dort in echt. Und ich habe immer nach oben geguckt und es war so realistisch, dass Gebäude auf mich eingestürzt sind. Und das war nochmal dieses Zusätzliche, dass ich sage, Hamza, wir müssen hier weg. Ich habe ja auch echt, ich versuche eine Stunde zu überzeugen. Aber diese Version war ja auch so, die kennt ja, also auf Instagram zum Beispiel haben wir ja schon darüber gesprochen. Aber was danach passiert, das wusste keiner mehr, ne? Also wie uns dann quasi, was wir danach gemacht haben, ne? Das war ja eher so ein bisschen so. Wie das so weiterging an dem Tag dann also auch, ne? Im Endeffekt habe ich auch sehr viele Nachrichten bekommen, so ist es ja auch nicht, ne? Aber meine Familie meinte auch direkt, hey, fliegt weg. Auch Kikis Familie hat mir dann auch geschrieben, hey, Hamza, bitte. Kümmere dich um Kiki, so ich will die nicht da haben, sozusagen. Ich so, okay, ja, ist okay, alles gut. Ich wollte da bleiben, weil da gibt es ja so ein, da gibt es ja im Park nochmal einen eigenen Park, ne? Da ist wirklich Super Mario World in 3D, das sieht richtig heftig aus. Ich bohre das bis heute nicht, dass ich da war, aber das sah richtig cool aus auf Instagram und so, da habe ich gesagt, ey, ich muss da hin. Und das war so ungefähr 17 Uhr war das, ne? Und wir hatten den Eintritt so um 18 Uhr gehabt, ne? Also diesen extra Super Mario World. Und Kiki sagt dann so, nein, wir warten nicht. Ich so, Kiki, lass noch wenigstens da machen, dann fliegen wir auch weg, versprochen. Aber die wollte nicht, die hätte so Angst gehabt. Da habe ich so, okay, komm, dann ist es halt so. Es war ja auch eh geplant gewesen, dass wir noch da vier Tage bleiben. Irgendwie so. Am fünften wären wir eh abgereist nach Dubai. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann gucke ich irgendwie, dass ich den Flug umbuchen kann. Weil ich hatte auch Angst gehabt, ich muss auch sagen, ich hatte in dem Moment auch Angst gehabt, dass vielleicht die Flüge erstens gestrichen werden oder halt auch es richtig voll wird. Da habe ich schnell reagiert. Und habe dann quasi die Flüge umgebucht und noch nicht mal mit meiner eigenen Kreditkarte, weil meine Kreditkarte voll war, weißt du noch? Die war voll, dann hat uns eine Freundin ausgeholfen. Aber meine Angst war ja auch wirklich, dass ich dachte mir so, okay, jeder will jetzt bestimmt wegfliegen und kommen wir überhaupt weg? Und ich hatte einfach diese Riesenpanik, dass man da gefangen ist. Ich muss auch sagen, also das hat auch richtig Asche gekostet, weil wir sind dann mit Business Class zurückgeflogen. Nicht, weil wir wollten, sondern weil einfach alles voll war und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt Business Class so.
ja, da müssen wir halt Business Class nehmen. Aber es war halt teuer, ne? Muss man sagen. Ja, ich muss sagen, es macht dann auch keinen Spaß, wenn man so viel Geld dafür bezahlt. Ja, Mann, das war echt teuer. Aber es war geil. Ja, also. Muss man erlebt haben, finde ich. Auf jeden Fall. Also wir sind im Leben, ich glaube, zweimal Business Class geflogen. Das eine Mal war New York. New York und das andere Mal war das. Ja, New York wurde übernommen. New York wurde übernommen. Das wäre was anderes. Da sind wir quasi beruflich geflogen. Das wurde übernommen. Aber jetzt, diesmal mussten wir selber bezahlen, leider. Ich muss aber auch sagen, dass mit der Airline war das schon cool. Wir haben auch ein Foto bekommen. Mhm. Aber unabhängig davon, wir waren ja dann quasi, nachdem wir dann aus der Super Mario World rausgegangen sind, ohne dass ich diese Super Mario World extra gesehen habe, sind wir quasi ins Hotel geflüchtet sozusagen, ganz schnell. Und dann haben wir Nachrichten angemacht, also japanische Nachrichten. Und die können auch kein, also die sprechen auch kein Wort Englisch und das steht auch nichts auf Englisch, alles japanisch. Also guck mal, stell dir mal vor, du bist in Amerika, du weißt, da passiert irgendwas, da siehst du nichts, Untertitel, da kannst du irgendwas erraten, ne? Ja. Aber da war wirklich alles, das war wie so eine Gaming-Show, das war bei Nachrichten, das war voll komisch. Das Krasse ist, ich habe ja die ganze Zeit, es gibt ja mittlerweile wirklich coole Apps, also mit Google habe ich dann versucht, jetzt haben wir gerade Zuschauer, das ist halt, ich sag mal so, der Nachteil, dass man hier so mitten grade im Einkaufscenter, also vor uns einfach eine große Glaswand und die Leute schauen uns gerade an, wie wir einen Podcast machen. Wir haben einfach die Kisten voll, die können uns nicht sehen. Naja, auf jeden Fall war das ja so, dass ich mit dieser Translate-App quasi die ganze Zeit versucht habe, die Wörter zu identifizieren und dann standen da auch beängstigende Wörter. Tsunami-Warnung auch in Osaka und. Und ich habe mich ein bisschen aufgeregt, es gab einfach nichts, keine Information auf Englisch und das war so ein bisschen schwierig für mich. Also ihr müsst euch vorstellen, Erdbeben passiert. Wir gehen ins Hotel. Versuchen Nachrichten zu bekommen. Nee, keine Info. Wir wissen nur da irgendwie diese Bilder und dann sieht man halt so eine Karte und du weißt nicht, was abgeht. Und in dem Moment, jetzt klingt das immer so, ist doch nicht so schlimm gewesen im Nachhinein. Aber in dem Moment weißt du ja nicht, was noch kommt, weil die haben ja halt, wir haben halt auch keine richtigen Informationen bekommen. Alles, was wir mitbekommen, war deutsche Nachrichten, die wir quasi selber zugespielt bekommen haben oder halt ergoogelt haben. Aber auf Japanisch, was gerade bei denen, die müssen ja noch die neuesten News haben im Vergleich zu Deutschland. Aber da hast du nicht viel rausbekommen. Man hat halt auch von Toten schon gehört. Man hat von Tsunami-Warnung gehört und von einem Atomkraftwerk, was wirklich nicht weit von uns entfernt war. Fukushima-mäßig. Genau, wo auch noch darauf gewartet wurde, was derjenige, der da was zu sagen hatte, dass der Entwarnung gibt. Und diese Entwarnung war auch noch nicht da. Ob das beschädigt worden ist. Genau, und das waren alles so Faktoren, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte hier physisch nicht bleiben. Als wir dann weggeflogen sind, das ging natürlich nicht mit einem Fingerschnipp, sondern wir mussten natürlich erstmal irgendwie wegkommen, mit dem Hotel reden, Koffer zu Ende packen und. Als wir nach ein paar Stunden dann am Flughafen waren und wir letztendlich im Flugzeug saßen, dachte ich mir in dem Moment, wie krass privilegiert bin ich eigentlich, dass ich einfach wegfliegen kann von diesem Ort. Und die Leute sind alle noch da. Nicht nur die Leute sind da, ich habe es auch projiziert auf andere Länder dieser Welt, wo ich sage, krass. Es passiert eine Naturkatastrophe und ich kann hier einfach weg. Also da in dem Moment habe ich schon gedacht, ich bin schon wahnsinnig dankbar für die Möglichkeit. Ne? Ja, das war auch heftig. Also in dem Moment hat man das auch nicht so krass realisiert. Ich glaube, danach war es ein bisschen so, okay, was habe ich jetzt gerade erlebt? Das war schon krass. Aber jetzt kommt ja diese Kirche auf der Sahnetorte. Ne? Da sind wir nach Dubai geflogen. Sind dann, wir sind dann irgendwie abends geflogen. Genau, und sind dann morgens gelandet, glaube ich. Richtig, ne? Mhm. Genau. Aber wir mussten noch irgendwie 2-3 Stunden warten, weil das war also kurzfristig, dass wir ins Airbnb einchecken. Und ich glaube, wir sind um 6 Uhr morgens gelandet. Dann hat ihr auch der Mietwagen auch so lange gedauert, bis wir es bekommen haben. Alles so stressig. So, dann quasi in der Nacht, also in der ersten Nacht von Dubai, was passiert? Du kannst ruhig sprechen, Kiki. Nacht von Dubai. Da kannst du dich nicht erinnern. Gab es doch, ich habe es kurz verdrängt, das hast du mich wieder dran erinnert. Gab es ein Feuer in einem der Gebäude. Also es sind immer so Gebäudekomplexe, da sind so 3 oder 4 Gebäude eng beieinander. Die alle zusammengehören irgendwie. Genau, die gehören alle zusammen. Und also wir waren wirklich tot, wir waren so müde. Und dann mitten in der Nacht, irgendwann morgens, kam dann so ein Riesenfeueralarm. So wiu, 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 die ganze Zeit, ne? Und, ich hatte Ohrstöpsel, ich habe es gar nicht gehört. Boah, krass. Also ich bin damit wach geworden und hab dich dann geweckt, haben gesagt, komm, schnell, Feueralarm. Du wolltest noch deine Kontaktlinsen anziehen, wo ich sage, haben sie deinen Ernst? Ich hatte das sogar auf Kamera, vielleicht sagen die einen oder anderen, ich habe sogar ein, zwei Nachrichten bekommen. Ja, in dem Moment denkst du daran, deine Kamera. Leute, wir sind mit diesem Thema Handy, Kamera und so, das ist ein Daumen drück, also einmal Daumen bewegen und meine Kamera öffnet sich. Also Hamza hat einfach seine Kontaktlinsen noch anziehen wollen und ich sage, Hamza, komm, wir mussten ich weiß nicht, wie viel der Stock das war, 14. oder so, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, irgendwas 20. Irgendwie so. Mussten wir die Treppen auf jeden Fall runterlaufen und dann alle warten, bis es Entwarnung gab. Ne? Und das wäre ja auch schon so,
wir waren ja gerade diesem Ruhrmodus aus dem Erdbeben, also wir waren auch so, eh schon so ein bisschen so gehypt, so, also nicht gehypt, wie nennt man das, so ein bisschen aufgeregt und aufgewühlt und wollten dann quasi entspannen und dann kommt, boom, sowas und nächstes sieht es so aus, dann Nacht musst du aufstehen und einfach runtergehen. Wieder in einem fremden Land, ne? Ich dachte mir nur so, ey, diese Reise ist verflucht. Dann sind aber, wir hoch. Aber ich muss sagen, wenigstens konnten die Englisch. Ja, das war auf jeden Fall beruhigend. Okay, ich kann auch Arabisch, das ist jetzt nicht, jetzt auch verstanden, aber die reden ja sowieso nur grundsätzlich Englisch dort. Aber man war schon echt kaputt. Und dann gehen wir hoch und zwei Stunden später gab es wieder einen Feueralarm. Und ich bin wieder schnell runter, aber nicht mehr so panisch wie beim ersten Mal. Und ja, das war einfach super, super anstrengend. Aber worauf du hinaus willst mit dem Aufnehmen? Du denkst jetzt nur, ah, die ist Influencerin, nimmt es auf. Glaub mir, jeder private Mensch nimmt das auch auf. Ja. Weil ist ja normal, du willst es dann irgendwie deine Familie, deine Freunde zeigen. Nicht aus dem Grund, weil du so jetzt sensationsgeil bist, sondern du weißt ja nicht, was du vielleicht mit diesem Kamera, also mit der Aufnahme jetzt anstellen kannst oder halt, also im Endeffekt kann man nur was Positives rausziehen, sozusagen, weißt du, meine? Genau, es geht darum, dass ich auch diese Aufnahmen quasi dann euch gezeigt habe bei Insta. Und ja, alle Aufnahmen sind eine Erinnerung, eine Situation, unabhängig davon, ob du auf Social Media aktiv bist oder das in deiner Galerie hast. Wie oft gucke ich mir alte Videos an oder gucke, ey, was war eigentlich heute vor 3 Jahren oder so? Ich finde es super spannend. Also das war schon sehr stressig. Und dann mussten wir... Also dann war es eigentlich geplant, dass wir nur 4-5 Tage bleiben. Ich hatte noch keinen Rückflug gebucht. Dann war es irgendwie geplant, okay, wir fliegen am 7. zurück oder 6. zurück, irgendwie sowas. Und dann haben wir auch tatsächlich gebucht, so 1-2 Tage vorher. Und wir dachten so, komm, spontan, machen wir jetzt einfach jetzt egal wie teuer das ist, Hauptsache wir sind erstmal jetzt hier, erstmal kommen zur Ruhe. Da habe ich auch gebucht gehabt. Da weißt du noch, da war richtig Schneechaos in Deutschland. Da war auch diese Bauernproteste und so, ne? Die sind ja durch ganz Deutschland gefahren, haben dann alles lahmgelegt. Und war richtig kalt auch hier. Und wir so, ey, im Café läuft gerade, also ist alles ruhig, ist entspannt, der Store läuft, der Online-Shop läuft. Wir müssen eigentlich keine Videos abdrehen. Videos hatte ich vorgedreht. Dann bleiben wir länger, weil genau in dem Moment, wo ich eigentlich abreisen wollte, also einen Tag später, da schreibt mein Bruder zufällig, Hamza, ganz ehrlich, bleib doch da, was wollt ihr hier? Also chillt doch einfach dort. Und dann gucke ich so, ich gehe in die App rein, ne? Ich buche einfach um, sag Kiki, wir fliegen jetzt übermorgen. Die so, ja, ich freue mich, cool, dann noch länger hier, ne? Ich habe dafür nur 20 Euro bezahlt, Umbuchung. Mhm. Also richtig günstig. Und dann einen Tag später, oder 2 Tage später, also einen Tag vor Abflug, merken wir wieder so, hey, das ist voll ruhig hier und so. Wir können eigentlich noch länger machen. Dann haben wir wieder um 3-4 Tage verlängert. Wir dachten so, komm, scheiß drauf. Und dann war es wirklich umsonst sogar, das Umbuchen. Komplett umsonst. Ja. Und dann kam es zum Teufelskreis. Weil dann haben wir gesagt, okay, danach haben wir nochmal verlängert, irgendwie um 2 Tage, weil es wieder umsonst war. Ich so, ey, scheiße. Natürlich ist alles danach immer auch teurer geworden, weil wir mussten danach immer noch bleiben müssen. Wir müssen ja auch pro Nacht dann noch die Unterkunft bezahlen. Genau. Aber irgendwie waren wir so ausgelaugt, dass wir das einfach brauchten. Ja, das war aber heftig. Aber ich war noch nie so lange weg, muss man sagen. Also maximal eine Woche immer, 8 Tage. Aber das war jetzt echt lange. Ja. Und als wir dann zurückkamen, musste man natürlich alles aufholen. Also Selbstständigkeit ist ja nicht mal eben so, okay, man kommt an und alles ist auf Null, sondern natürlich stapeln sich die Aufgaben. Es geht. Also das Team, unsere Kiki-Crew hat das alles super gemeistert. Haben die wirklich super gemacht. Wirklich an der super Stelle gemacht. Ein Lob an euch. Ja, also ihr seid wirklich toll, vor allem, dass man einen so den Rücken frei hält. Bei mir ist es halt immer so der Druck, okay, jetzt musst du langsam wieder Content machen, weil der Content geht halt irgendwann aus. Ja, den Content hast du ja auch in Dubai gedreht. Genau. Und in Tokio und in Osaka. Auf jeden Fall, man ist ja immer irgendwie am Machen. Ne? Wir waren ja vorher auch in Doha. Also Doha ist auch sehr schön, in Katar, sehr, sehr schönes Land. Wirklich sehr, also die Stadt war heftig. Also wenn man nach Japan fliegt, macht man ja auf jeden Fall irgendwo einen Zwischenstopp. Und der erste, also vorherige Zwischenstopp war Katar. Aber und jetzt, das ist echt traumhaft dort. Jetzt ganz kurz nochmal, also wir sind ja nach Katar geflogen, also Doha waren wir. Es ist super Stadt, wie gesagt. Und dann sind wir nach Tokio geflogen. Jetzt im Großen und Ganzen, wie fandest du Tokio, wie fandest du Osaka? Osaka war jetzt nochmal kurz, natürlich. Aber in Osaka haben wir auch viel gesehen. Ja, waren wir nur 1,5 Tage. Ich glaube, du vertust dich. Wir waren 2 volle Tage. Den anderen Tag sind wir angereist. Ja, okay. Also wir haben ja auch Silvester und so dort verbracht und danach. Also ich fand... Silvester war ja ein Reinfall. Ach ja, die sind so... Also ich fand's echt cool. 3, 2, 1. Ich fand's cool. Alle haben sich gefreut und umarmt. Ja, alles gut. Guck mal, ich erwarte ja kein Feuerwerk. Ich mag so kein Feuerwerk. Ich finde das richtig gut, dass wir kein Feuerwerk machen. Wirklich, ich feiere das sogar, ne? Aber ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte so, komm, du bist in Japan. Die betreiben bestimmt mit Feuerwerk extrem. Ist halt auch ein Leben, ist auch cool wahrscheinlich. Wenn das halt auch vom Staat so gemacht wird und ohne, dass irgendwelche Leute Knaller, Böller zünden. Da war ja aber gar nichts, da war ja gar kein Feuerwerk. Und da war ich ein bisschen so, hä, was geht hier ab? Ich dachte, hier geht's voll ab. Wir waren ja in diesem Hotspot, also
da wo dieser Dotton, wie heißt der nochmal? Ich habe vergessen, Dotton, da wo der so macht. Auf jeden Fall waren wir in diesem Hotspot, also da, wo wirklich was los ist, ne? Und ich so, Hamza, komm, komm, schnell. Unser Hotel war direkt um die Ecke, wir sind schnell noch hingerannt, hingelaufen. Ja, und dann war wirklich dieses Umarmen und alle sind ihres Weges. Und ja, das fand ich irgendwie schon süß. Aber ich fand Tokio, verglichen mit Osaka, Tokio ist einfach so eine traditionsreiche Stadt, finde ich. Die sind alle so vornehm. Jeder hat so seine, also alles ist so diszipliniert. Niemand würde jemals irgendwo vordrängen, was in Osaka überhaupt nicht so war. Das also, vielleicht lag es auch an den Touristen, ich weiß es ich nicht. Ich sag so Tokio, ich sag jetzt, dass ich das mit Düsseldorf vergleiche. Aber Tokio ist halt sehr, wie du sagst, vornehm. Die haben ihre Regeln, Gesetze und daran halten sich auch alle. Du läufst rechts, alle müssen rechts laufen. Du läufst links, alle müssen links laufen. Du steigst da ein, du musst erst mal rauslassen. Also da haben richtig Regeln drin. Und Osaka war gar nicht so. Osaka war einfach Frankfurt. Osaka war ein bisschen wilder. Also die Mentalität dort gefühlt auch, ein bisschen anders. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß noch, unser erster Abend in Tokio, als wir angekommen sind, wir hatten so Hunger und wir haben nichts zu essen gefunden. Es ist nicht so, dass man sagt, die Stadt, die niemals schläft, würde ich jetzt sagen. Überhaupt nicht. New York ist es auf gar keinen Fall. Gar nicht. Aber die schlafen um 22 Uhr tatsächlich, genau, so gefühlt. Genau, aber wir hatten halt so einen Hunger und wir haben einfach nichts zu essen gefunden. Und es ist auch schwierig, finde ich. Man kann dort natürlich Ramen und Co. haben wir alles durchprobiert bis zum geht nicht mehr. Wagyu-Fleisch haben wir auch gegessen. Aber was schwierig ist, ist, dass in der Brühe immer auch Schweinebrühe unter anderem drin ist. Die mischen einfach alles. Schwein, Rind, Huhn. Genau. Und das war auf der Karte manchmal nicht so ersichtlich. Also es war sehr schwierig, sich auch zu verständigen. Das Stimme war auch an dem Tag, als wir abgeflogen sind, wo der erste Erdbeben war, da haben wir extra nichts gegessen und gesagt, komm, wir essen einfach nichts und essen abends dann. Weil in diesem Mario World war auch nicht so krass, was zu essen. Da haben wir gesagt, okay, komm, essen was Süßes da, ja. Aber abends essen wir dann was Richtiges. Und da haben wir dann nichts gegessen, weil wir direkt vom Hotel zum Flughafen gefahren sind. Und da waren wir am Flughafen und da gab es gar nichts zu essen. War komisch so. Du bist am Flughafen, da gab es gar nichts zu essen. Das war auch alles so, da war ja auch alles wieder so ramenlastig. Mhm. Auf was sie auch wie dem Tag, also am Abend nicht so Bock hatten. Beziehungsweise war da eh auch alles mit drin, mit Schwein und das und das. Weil wir essen ja eigentlich kein Schwein. Wir sind ja eigentlich, in dem Sinne essen wir Halal, weil wir muslimisch sind. Aber darum geht es gar nicht. Ich hatte dann irgend so ein Vanillebrötchen, was war das nochmal, Milchbrötchen? Und ich habe da so reingebissen, ich sehe, komm, besser als gar nichts, ich besser da so rein. Auf einmal gucke ich so auf den Hintergrund, voll fett, so Schwein. Ist so korrekt, dass ich die Hälfte jetzt essen durfte. Aber was heißt voll fett? Ich weiß noch, ich hatte das einfach so Spaß, weil wir gewartet haben auf meinen Google-Bilder-Übersetzer gemacht. Und dann stand da, da war sogar Schwein, Rind und ja, irgendwas. Also drei Tiere gemischt. So ein Milchbrötchen, also, denkst du nichts dabei? So richtig komisch. Echt komisch. Also man muss schon echt sagen, ich weiß nicht, ob das nur das Fett davon ist, wegen Geschmack. Oder ich kann es mir irgendwie nicht erklären. Aber also unser Matcha, was wir vertreiben, kommt ja auch aus Japan. Und Kyoto. ich wollte in Japan da waren wir aber leider nicht. Genau, das stand ja auch noch auf unserer Bucketlist. Aber ist nicht schlimm. Ich wollte in Japan unbedingt einen guten Matcha trinken, irgendwo, wo der serviert wird. Das habe ich nicht geschafft. Ich hatte keinen guten Matcha. Und weiß ich noch, bei der Abreise habe ich mir noch aus Prinzip einfach so einen Matcha-Latte geholt und der war katastrophal. Ich muss auch sagen, da gab es auch so ein paar Sachen, so trendige Sachen. Aber wenn ich das mal vergleiche, also was auch nicht schlecht ist, aber ich finde, japanische Desserts auch gar nicht, also die sind mir zu wenig süß. Was ich meine? Mhm. Du musst jetzt keine Zuckerbombe erwarten immer, ne? Aber das war so, das war immer recht lasch, so von der Süße her, finde ich zu lasch schon. Mhm. Da sah immer alles süß aus und cool aus, aber die Desserts waren jetzt auch nicht so die Bomben-Sachen, ne? Sehr puddinglastig, ne? Sehr puddinglastig, aber auch viel mit Frucht. Also ich habe mich schon viel durchprobiert bei den süßen Sachen. Aber klar, verglichen jetzt mit Baklava und Co. ist es eine ganz, ganz andere Esskultur dort, ja, ganz anders. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und du musst auch wirklich den Teller aufessen. Also wenn du in Japan bist oder in Tokio, das ist halt unverschämt, wenn du halt einen Reiskorn überschlägst, sozusagen. Und es ist auch nicht, also es ist auch unverschämt oder nicht wirklich gern gesehen, wenn man im Laufen ist. Es ist dort, und ist kein Trinkgeld geben. Kein Trinkgeld geben? War doch so, oder? Du darfst kein Trinkgeld geben. Ich glaube, ich weiß nicht. Doch, vielleicht doch. Ist es kein Trinkgeld. Ja, ich glaube, das ist dort auch ein bisschen verpönt. Ja. Stimmt. Ja. Aber jetzt im Großen und Ganzen, ich muss sagen, ich war jetzt einmal in Japan, ich finde, ich muss nicht nochmal hin. Also jemand, der so ein bisschen Anime-verrückt und verrückt ist, ist Tokio zum Beispiel eine super Stadt. Ist Anime krass, also heftig. Ich muss auch sagen, das wirkt auch alles eher so ein bisschen Fantasieland, so ein bisschen kindisch alles, ne? Auch so die Bahn, auch die Geräusche. Also so, als ob man wirklich, also so wie die in Anime sind, so sind die auch wirklich in echt, auch während Verhalten, das ist so komisch. Ich habe manchmal so manche Serien so in den Menschen gesehen, das ist voll heftig. Und auch deren Redensart und so.
Und dann immer dieses, weißt du noch die eine? Ja, im Café? Wir saßen im Café und die Dame hat so gut aber zugehört. Die hat mich verrückt gemacht. Aber. Ey, wir sitzen im Café, wir wollen so ein bisschen entspannen. Und dann hört die eine zu und jetzt rede mal, ich mache danach. Song, 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 song. Ich wünschte, sagen, ich könnte japanisch. Aber bevor die Leute sagen, wir sind hier rassistisch mit deinen Song, 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 das hört sich halt in die Richtung ach, so Quatsch. An. Ach, ne? Quatsch. Also wer das jetzt glaubt, nee, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also ja. Ich weiß noch, wir hatten mal, das hatte ich schon mal erzählt, wir hatten mal ein japanisches Gericht gemacht und dann habe ich so aus Spaß. Aber du hast jetzt mehr Chinesisch gemacht als Japanisch, nur zur Info. Ja, ich sag echt so. Genau. Echt? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, gerade so was das angeht, weil sowas ist ja 0,0 böse oder so gemeint, warum sollte es auch, habe ich das Gefühl, dass die Leute früher ein bisschen lockerer waren, was das angeht. Und heutzutage wirst du sehr schnell gecancelt. Mhm. Sehr, sehr schnell. Du machst ja auch manchmal auch Spaß den Dönermann nach und sagst, ey Chef, was soll drauf auf Döner? So, und das nimmt doch auch dir niemand übel oder versteht das irgendwie falsch. Letztens habe ich Kiki gesagt, mach doch mal Dreadlocks, ist schon lustig. Die sagt so, nein, du wirst auch gecancelt. Ich so, warum bist du wegen Dreadlocks gecancelt? Die so, ja, aber das gehört ja zur schwarzen Kultur dazu und das darfst du nicht machen, das ist verwöhnt. Ich so, Kiki, nein, ist doch was Schönes. Ich meine, du nimmst doch deren Kultur ja mit. Ich meine, wenn jetzt jemand, sagen wir mal mit so eine, sagen wir in Dubai jetzt zum Beispiel, das ist ja auch typisch bei uns in Palästinensern, dass du halt so eine Kufir-Schal trägst, mhm, auf dem Kopf oder sonst was in die Richtung, oder halt so eine Abaya trägst, also dieses Männerkleid, ich würde das doch voll feiern. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich bin da auch ganz bei dir. Ich habe auch mal gesehen, da wurde ein Mädchen richtig gehatet, weil sie Dreadlocks hatte und keinen Background, also keinen afrikanischen Background hatte. Die wurde richtig auseinandergenommen. Und ich denke mir so, ja, aber eigentlich schade, weil irgendwie ist es doch, irgendwie verbindet man sich doch so. In Dubai sehe ich doch auch Leute, die damit keinen Zusammenhang oder so haben, mit Abaya rumlaufen oder so ein halbes Kopftuch drumherum. Schön. Ja, ich finde das auch. Ich finde, das zeigt so Weltoffenheit. Das ist ja das Gleiche, wenn jetzt ein Araber auf einmal mit so einem, nicht ein Dirndl, wie heißt das nochmal? Dieses Lederhose und so, also jetzt ein Mann, meine ich jetzt, ne? Mhm. Lederhose rumläuft, dann feiern sie auch immer. Also die Deutschen würden auch sagen, ey, cool, ey, du gehörst einer von uns und so, mhm, ey, der passt sich an, Integration und sonst was in die Richtung. Also ja, wenn ich so einen Lederanzug, wie nennt man das, Lederhose rumlaufe, da würden die Deutschen das auch feiern. Ja, bin ich ganz bei dir, sehe ich ganz genau so. Also von daher, aber an der Stelle können wir auch schon mal sagen, dass wir den Podcast langsam abschließen, da wir gleich ein Speicherproblem haben. Genau, wir wollten euch ja eigentlich nur mal abholen, warum kam nichts, nochmal abschließend dazu, damit ihr da auch Bescheid wisst, diese ganze Reisethematik, wir waren dann Mitte Januar wieder zurück und mussten dann vieles wieder aufholen und irgendwie sind wir dann so von einem Projekt ins nächste gesprungen. Ich habe jetzt die TV-Show gehabt, Kikis Backduell haben wir noch realisiert, das Projekt. Es kamen ganz viele andere Projekte, was unsere Produkte angeht und irgendwie haben wir gedacht, von Anfang an schon, wenn wir Tuesday Talk machen, dann immer so gerne von Herzen und nicht auf Krampf oder so, dass wir sagen, ey, wir müssen jetzt abliefern, sondern es soll halt auch immer Spaß machen und jetzt ist wieder so eine Phase in unserem Leben, wo wir sagen, ja, jeden Dienstag gibt es jetzt wieder den Tuesday Talk. Wir waren auch, jetzt war jetzt im Januar alles, wir waren jetzt noch vor einem Monat auch in Dubai wieder, haben auch die Dubai-Schokolade entdeckt, beziehungsweise genau, den Hype. Wir haben eigentlich den Hype so nach Deutschland gebracht. Also so habe ich das in Deutschland nie gesehen. Also ich weiß noch, als wir... Aber dann heißt es wieder, oh nein, ihr wollt euch ja nur so gut reden. Ja, ist so. Genau wie mit dem Cheesecake haben wir das nach Deutschland gebracht. Genauso haben wir die Dubai-Schokolade nach Deutschland gebracht. Ja, also ich muss sagen, bevor wir geflogen sind, hatte ich ja schon gesagt, ey Hamza, bevor wir fliegen, ich habe da was gesehen, ich möchte das unbedingt mit unserer Pistaziencreme nachmachen. Weißt du noch, wir haben extra die Pistaziencreme in Türkei, als wir in Istanbul davor waren, haben wir doch extra von Antep nach Istanbul die Pistaziencreme geschickt. Genau, und dann haben wir sie mit nach Dubai genommen und dann habe ich die Dubai-Schokolade, das Original probiert und nachgemacht. Eine Stunde, sage ich schon, wir haben Stunden investiert, damit wir eine Backform finden. Und haben das am Ende, du hast am Ende in dieser komischen... In so einer Tupperdose musste ich das dann machen. Ich wollte ungern, aber das habe ich dann gemacht. Deswegen sage ich dir, dass du den Herb nach Deutschland gebracht hast, genau aus dem Grund, weil alle dann mit einer Tupperdose gebracht haben. Keiner hat diese Schokoladenform genommen, alle haben Tupperdosen genommen. Aber man lässt sich, also ich finde es gut, wenn ich andere inspiriere und dadurch einfach dieser Hype... Ich finde es ja cool, ich sitze ja gerade hier im Store und hinter mir finden wir ein Dubai-Schokoladenset, bestehend aus unserer Pistaziencreme, unserem Tahini, Schokoladenform und wir haben sogar jetzt hier Kataif besorgt für alle, die einfach hier im Store alles mitnehmen möchten. Das finde ich cool. Also da wollte ich ganz kurz nochmal abschließend was zu sagen, das ist mir wichtig. Schnell machen, weil die Speicherkarte ich mache ganz schnell die Rappe für euch. Das ist mir ganz wichtig, weil es gibt immer mal so Miesmuscheln, die sagen, du musst doch jetzt nicht alles immer nachmachen und mitnehmen und mit nach Deutschland nehmen. Nein, wie cool ist das? Würde es mich nicht geben, würde ich es so feiern, wenn es ein Account gibt, einen Store gibt, einen Onlineshop gibt, der genau das macht. Ich klicke und ich bekomme diese Sachen nach Hause. Wie cool ist das bitte? Auch in Dubai, das gibt es ja nur in Dubai aktuell. Das ist ja Schokolade, das ist ja heftig. Du kannst ja nicht auch von Dubai nach Deutschland bringen, das wird ja schmelzen. Das war in Dubai schon ein großes Problem gewesen.
Aber dass du jetzt das in Deutschland bringst, und das haben so viele gesagt, die ganze Familie ist ausgeflippt, ich meine, unsere ganzen Mitarbeiter wollen das essen, deswegen. Das hört ihr zum ersten Mal im Podcast. Ich rede hier gerade von einem Set, um es selber zu machen mit einzelnen Komponenten. Wir sind aber gerade dran und bringen die ganze Schokoladentafel fertig, so wie sie ist, für euch, für ganz Deutschland, einfach auf den Markt. Und das finde ich einfach so cool, dass es diese Möglichkeit gibt. Das reicht jetzt mit Werbung, ne? So, Schluss mit lustig. Wir beenden jetzt die Folge. So, jetzt muss ich kurz hier retten, weil du doch zu viel Quatsch hast. Ja, die Speicherkarte hat schlapp gemacht. Das ist unser Zeichen, dass wir uns jetzt von euch verabschieden. Und schaltet auf jeden Fall nächsten Dienstag wieder ein zum Tuesday Talk Podcast. Ab jetzt dann jeden Dienstag. Überall, wo es Podcasts gibt. Sicher schaffen wir das. Klar schaffen wir das. Okay. Und wenn nicht, geben wir euch Bescheid. Okay, wir schaffen das. Jo, wir schaffen's. Also Leute. Macht's gut. Ciao.